Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, ihr habt euch in den Pfingstferien gut erholt, trotz der besonderen Umstände. Wirklich gute Nachrichten gibt es ja dieser Tage nur wenige. Doch von einer möchte ich euch sofort berichten, vor allem, wenn ihr gerade studiert. Denn egal ob Nachhilfeunterricht, Gastronomie oder Aushilfe im Einzelhandel, das Deutsche Studierendenwerk geht davon aus, dass 2/3 unserer Studentinnen und Studenten vor der Corona-Krise einen Nebenjob hatten, mit dem sie gut über die Runden kamen. Doch seit Mitte März ist dieses oftmals existenzsichernde Einkommen für viele von euch über Nacht weggefallen. Darauf hatten wir Freien Wähler frühzeitig hingewiesen und die Große Koalition in Berlin aufgefordert, unseren akademischen Nachwuchs unbürokratisch zu helfen. Und siehe da, seit Dienstag gibt es nun auch für Studenten eine Corona-Soforthilfe. Sie zahlt, je nach euren Einkommensverhältnissen, monatlich bis zu 500 Euro. Beantragen könnt ihr sie online, zurückzahlen müsst ihr sie nicht. Damit möchten wir aktuelle Notlagen abmildern und euch helfen, finanzielle Engpässe zu überbrücken und bis ihr hoffentlich bald euren Nebenjob wieder antreten könnt. Wichtig ist, dass ihr die Hilfe sofort und für jeden Monat gesondert beantragt. Den Link zum Bundesbildungsministerium habe ich euch in den Kommentar unter diesem Post geschrieben. Und da sich im Netz schon vor der Auszahlung der ersten Soforthilfe-Euros ein Shitstorm abzeichnet, lasst mich bitte auch eines sagen. Ja, ich weiß, dass der Bund zu lange gebraucht hat, um Hilfe an den Staat zu bringen. Und dass man von 500 Euro allein in vielen Großstädten keine Miete bestreiten kann. Aber lieber spät als nie und besser 500 Euro als gar kein Geld vom Staat, oder? Für euer Studium wünsche ich euch viel Glück und Erfolg. Bitte bleibt gesund und Gott schütze euch.